Millionen Rentner warten. Wer hat keinen Anspruch auf den extra Rentenzuschlag bis 7,5% ab dem 1. Juli 2024? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir drehen in loser Folge vieles zum Thema extra Rentenzuschlag zum 1.7.24, EM-Bestandsrentner bis 7,5%. Wer hat den Anspruch? Wer hat keinen Anspruch? Wann wird es gezahlt? Wie wird es gezahlt? Wie wird es berechnet? Wann bekomme ich einen Bescheid darüber? Bekomme ich überhaupt einen Bescheid? Warum ist die Zahlung nur befristet? Und, und. Ganz viele Fragen, ganz viele Antworten von uns, viele Videos, viele Beiträge auf rentenbescheid24.de. Sie können sich super gut informieren und auch orientieren. Meine Damen und Herren, und in diesem Video geht es wirklich nur um die Frage, wer hat denn überhaupt keinen Anspruch auf den extra Rentenzuschlag zum 1.7.2024. Meine Damen und Herren, jetzt geht's los. Gehen wir einfach mal ganz kurz in die Übersicht rein. Der Kreis der Anspruchsberechtigten ist, so hat es der Gesetzgeber gesagt, begrenzt auf ca. 3 Millionen Menschen. Das sind die Leute, die eine EM-Rente oder Hinterbliebenenrente bekommen haben oder immer noch beziehen, die ab dem 1. Januar 2001 bis einschließlich Dezember 2018 begonnen hat. Das ist sozusagen grob umfasst der Rahmen der Menschen, die einen Anspruch haben können. Daraus abgeleitet aber auch noch bestimmte andere Personengruppen. Dazu habe ich aber auch schon ein Video gedreht zum Thema, wer Anspruch auf diese Rente hat. Da bitte mal reinschauen. Ich glaube, das wurde am 7. Juni 2024 auf meinem YouTube-Kanal rentenbescheid24.de veröffentlicht. So, jetzt gehen wir mal weiter. Keinen Anspruch auf den Extrazuschlag haben alle Rentnerinnen und Rentner, deren Renten, EM-Renten, Hinterbliebenenrenten vor dem 01.01.2001 begonnen haben, deren Renten nach dem 31.12.2018 begonnen haben. Das heißt also, alle diejenigen EM-Rentnerinnen und EM-Rentner, die eine EM-Rente bekommen haben ab dem 01.01.2019 erstmals, die haben keinen Anspruch auf den Zuschlag. Ja, warum ist das so? Ganz einfach, weil die Leute, die Betroffenen oder die Begünstigten letzten Endes von der wirklich richtig guten Neuregelung der Zurechnungszeit ab dem 01.01.2019 profitieren und schon deutlich höhere EM-Renten haben, als wenn deren EM-Rente zum 01.01.2001 bis 31.12.2018 begonnen hat. Ja, gehen wir weiter. Alle Rentnerinnen und Rentner haben keinen Anspruch auf die EM-Rente, wenn sie eine Hinterbliebenenrente beziehen, die zwar in der Zeit vom Januar 2001 bis Dezember 2012 begonnen hat, wenn aber der verstorbene Ehegatte vor seinem Tode eine gesetzliche Rente bezogen hat, das kann eine Altersrente oder eine Erwerbsminderungsrente gewesen sein, dann gibt es keinen Zuschlag für diese Gruppe der Rentenbezieher. Und noch eine ganz interessante Geschichte, die auch keinen Anspruch auf den Zuschlag haben. Da habe ich auch ewig gesucht und wollte wissen, warum das so ist, aber ich habe noch nichts gefunden. Ich bemühe mich da noch eine Erklärung zu finden. Und zwar alle diejenigen von Ihnen, die eine Rente beziehen, EM-Rente, Hinterbliebene EM-Rente oder Erwerbsminderungs- oder Altersrente, die nach der EM-Rente folgt, die in der Zeit von Januar 2001 bis Dezember 2018 begonnen haben und die noch zusätzlich eine gesetzliche Unfallrente beziehen und diese Unfallrente an die EM-Rente oder Altersrente angerechnet werden und deshalb gekürzt werden, die haben keinen Anspruch auf diesen Extrazuschlag. Aber die Leute, die eine EM-Rente beziehen und eine gesetzliche Unfallrente und die Unfallrente aufgrund der Vorschriften des Paragraph 93 SGB VI nicht an die EM-Rente oder nachfolgende Altersrente angerechnet wird, die haben Anspruch auf den Zuschlag. Meine Damen und Herren, das muss man mal verstehen.
Also, hier in diesem, in dieser kurzen Übersicht einfach mal die Personengruppen, die keinen Anspruch auf den Extra-Rentenzuschlag bis 7,5% zum 1.7.2024 haben. Das heißt also, der Personenkreis ist wirklich nur auf die Leute eingeschränkt, die in der Zeit von 2001 bis 2018 oder einschließlich 2018 eine EM-Rente bezogen haben. Dann gibt es wiederum Ausnahmen davon, aber das können Sie dann auch in dem Video nochmal sich in Ruhe anschauen oder den Textbeitrag auf Rentenbescheid24.de in Ruhe durchlesen. Ich werde alles entsprechend im Video verlinken. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch mit dabei sind bei den 7,5%. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.